zeige euch heute, wie ihr einen großen Wächter mit 4 Schlägen töten könnt. Und wie ihr danach durch das Meer wieder zurückreisen könnt. Und wie ihr ohne eine Elytra fliegen könnt. Das Ganze funktioniert mit einem bestimmten Dreizack. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes benötigt ihr natürlich einen normalen Dreizack. Diese kann man nur von Ertrunkenen bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ertrunkener einen Dreizack hat, liegt bei 6,25% und dass dieser ihn bei seinem Tod fallen lässt, ist 8,5% wahrscheinlich in der Java-Edition und 25% in der Bedrock-Edition. Jetzt könnt ihr den Dreizack noch verzaubern, und zwar als erstes mit der Verzauberung Reparatur. Diese Verzauberung bewirkt, dass wenn ihr Erfahrung bekommt, während ihr den Dreizack in der Hand haltet, dass der Dreizack repariert wird. Dann noch Haltbarkeit 3. Das heißt, wenn ihr den Dreizack benutzt, dass nicht immer eine Haltbarkeit verbraucht wird. Dann noch Harpune 5. Das macht mehr Schaden bei Mobs, die unter Wasser leben. Und als letztes noch Sog 3. Das bewirkt, wenn ihr euch im Wasser befindet und auch bei Regen, dass ihr dann, wenn ihr den Dreizack irgendwo hinwerft, dass er dann hinterher fliegt. Und dann habt ihr einen sehr starken Dreizack. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.